You can make it. Wenn ich es schaffen konnte, werdet ihr es auch schaffen. In Wahlwerbespots inszeniert sich Nigerias Präsident gerne als der volksnahe Selfmade Man. Niemals, verspricht Good Luck Jonathan, werde ich euch im Stich lassen. Doch abseits des schönen Scheins der Werbung kann Jonathan bestenfalls eine durchwachsene Regierungsbilanz präsentieren. Noch immer leben 60% der Bevölkerung in Armut, trotz des enormen Ölreichtums des Landes. Und noch immer treibt die Terrorgruppe Boko Haram ihr Unwesen. Die erneute Entführung hunderter Frauen und Kinder aus dem Dorf Damasak verdeutlicht, dass zumindest im Nordosten des Landes die Staatsgewalt weiter in der Defensive ist. Die Machtbasis des Präsidenten, sie liegt im christlich geprägten Süden Nigerias. In dem kleinen Ort Otuoke wuchs der Sohn eines Kanubauers auf und ging zur Schule. Nicht weit entfernt von hier studierte er später Zoologie und trat Nigerias größter Partei bei, der People's Democratic Party. Das traditionelle Oberhaupt Otuokes zeigt Besuchern stolz Fotos seiner Begegnungen mit dem Präsidenten. No person knows that Good Luck Jonathan will become a president one day. Keiner hätte jemals gedacht, dass Good Luck Jonathan eines Tages Präsident werden könnte. Er war immer sehr demütig, ehrlich und gehorsam. So war er zu jedem aus dem Dorf. To every person in this community. Hier in seinem Heimatort kann Good Luck Jonathan auf den Rückhalt der Bevölkerung setzen. Doch in anderen Landesteilen mehren sich die kritischen Stimmen, die sagen, dass er in so wichtigen Bereichen wie dem Kampf gegen Armut und Korruption versagt habe. Muhammadu Buhari, sein stärkster Herausforderer, ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil des amtierenden Präsidenten. Der 72-Jährige, der in den 80er Jahren das Land bereits für knapp 2 Jahre als Militärdiktator regierte, gilt als Hardliner und Disziplinfanatiker. Mir geht es um die skandalöse Arbeitslosigkeit von Millionen junger Nigerianer, die schlechte Sicherheitslage im Land und die um sich greifende Korruption. Im muslimisch dominierten Norden wird der strenggläubige Buhari fast als eine Art Erlöser gefeiert. Da die Opposition das erste Mal vereint auftritt, werden Buhari gute Chancen zugeschrieben, die Wahl zu gewinnen. Daran hat auch die Verschiebung des Wahltermins nichts geändert. Doch viele Kritiker bezweifeln, dass sich der ehemalige Militärdiktator, der Medien schikanierte und Kritiker ins Gefängnis steckte, nun an demokratische Spielregeln halten würde. Die Schriftstellerin Lola Shineyen begleitet Buhari seit Monaten bei seinem Wahlkampf. Sie traut ihm zu, aus Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Selbst wenn er nicht so demokratisch wäre, wie wir es gerne hätten, muss er jetzt in einem demokratischen Umfeld zurechtkommen. Er weiß, die Dinge sind jetzt anders als früher. Egal welcher der Kandidaten gewinnt oder verliert, auf beiden wird nach den Wahlen eine große Verantwortung liegen. Denn sie werden einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob es zu den von vielen befürchteten Gewaltausbrüchen kommt. Bei den letzten Wahlen in Nigeria waren bei Ausschreitungen mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen.